Jungs, kann man einer Testsitzen machen? Seilbrücke in so einen Gordon Squire reinbauen. Ja? Ja, warum denn nicht? Nicht. Reicht das? Ja, ja. Es kommt so ziemlich gut an. Oder? Es kommt gut an. So. Mike fehlt. Mike! Mike hier. So ein Stuhl. Mich drehen wir runter, sonst werden die anderen so klein. Guck mal, Olli, wir sind jetzt ungefähr auf Augenhöhe. Ja, war herrlich. So, Mahlzeit zusammen. Herzlich willkommen zum neuen Video. Wie ihr seht, hier gemütliche Runde bei Albrecht, sind so ein bisschen am Quasseln und am Probieren. Jan ist heute mit hier, der hat uns den ganzen Tag begleitet auf der Baustelle, der hat mir richtig geilen Scheiß zusammengespleist. So nach Wunsch, das zeige ich euch dann so mal im Detail, da werde ich noch ein paar Fotos einblenden, aber da gehen wir auch demnächst noch näher drauf ein. Aufpassen!
An dieser Stelle ein Sicherheitshinweis, dieses Modell ist nicht PSA-konform, da der Spleiß aber besser ist als von den meisten Serienseilen, die ich kenne, habe ich da hundertprozentiges Vertrauen und es ist ja mein Leben, was da dran hängt. Dieser Spleiß ist der geilste, den ich je gesehen habe. Ein Rissholz runter, wa? Ja, da kann ich einsteigen, wegklicken. Drauf, wa? Wie fühlt sich das andere an? Ist das gut, nicht gut? Mega. Ja, ja, dann bald den gleich da, den roten. Ja, coole Sache. Ja, jetzt wirklich. Kriegst du lang, kriegst du kurz. Eine feine Geschichte. Ja. Nein, der hat sich mal Gedanken gemacht. Ich kenne auch eben. So ein großer. Ah, alles halt so wild. Man muss einfach nur die Sachen mal ganz nüchtern betrachten und sagen, was, wo kommt Gefahr her? Naja, muss halt auch immer praktikabel sein. Ne? Du musst das entscheiden, dass die ganze Geschichte funktioniert und nicht zu aufwendig ist. Und das ist einfach. Also auch das auch mit der Lenkverstellbarkeit. Ja, naja, klar. Das ist einfach. Bring das Ding da rein, fertig. Dann kriegt ihr gleich auch so einen roten, den roten Bömmelken da auf dem Seil, vernünftig. Willst du auch einen drauf haben? Ja, naja, klar. Gut. Keine halben Sachen hier. Aber wir können auch vorher noch einen Kaffee trinken, da ist bestimmt noch ein Kaffee in der Kanne, wa? Nee, ich glaube, das ist alles. Das zur nächsten Baustelle fertig ist. Ich habe noch blaues Negan im Auto, das siehst du nicht, wenn ich da den Spleiß noch einmal fixiere. Wie fühlt sich die Kurzsicherung an? Läuft wie Sahne. Habe ich ja jetzt auch einmal kurz angewendet. Ich machte dir ja ganz gerne, habe ich dir ja schon mal erzählt, dass ich halt die Kurzsicherung, deswegen habe ich ja den Akimbo als Verkürzer. Gerne mal als zweites System. Na, SAT-System sozusagen zum Wechseln nutze, ne? Weil du einfach teilweise stabil stehst. Und halt immer ein wirkendes System hast, was ja auch noch ein Vorteil ist. Und dafür, das läuft natürlich durch das Rebel jetzt einmal frei. Ne? Das lief durch das andere auch schon gut, aber nicht so perfekt, weil das Rebel hat halt diesen Vorteil, dass es weich ist, flexibel, aber, eine aber feste trotzdem Machart. Fest. Ich weiß ja nicht, wie sie das gemacht haben. Das ist wirklich genial. Kann ich dir sagen. Das ist derselbe Aufbau wie beim Squire. Und sie kommen nur auf ein geringeres Seilgewicht. Der Kern ist absolut identisch. Squire und Rebel, der Kern ist 100% identisch. Mhm. Das sind 15 Einzelstränge. Wovon du denn mal welche da raus und welche da raus und da nochmal welche hin. Und der Mantel hat auch 32 Litzen. Der ist nur fester geflochten da umrum. Es ist nur der Mantel fester geflochten unter Zug. Das ist der ganze Unterschied. Das ist der ganze Unterschied. Wenn du nachher Lust hast, kannst du dein Komova, was du in deinem Spider-Jack hast, das ist ein 11-7er. Das ist ein Seil mit 7 Parallelkernen und 16-fach geflochtenem Mantel. Kannst gern von FTC mal das Agiob, aber in 12,1 mm probieren. Habe ich bei mir drin. Klemmbacke B passt bei dir. Kannst auch mein Spider-Jack nachher nehmen, wenn du möchtest. Einfach, wenn du es mal ausprobieren willst. Bei. Also ja, lass uns den Spaß machen. Schneide klein noch klein, Henny. Nee, aber da. Ja, na ja, klar. Kann, ne? Ja, ja.
klar. Du kriegst gleich einen, noch einen roten Bömmel kennen. Müssen wir nur aufpassen. Sonst sagt er bei YouTube mal, guck mal, da ist Bömmel-Henny. Bömmel-Henny. Nicht mehr Regen-Henny. Und jetzt Bömmel-Henny. Ja, ansonsten würde ich sagen, Max, was war denn so los gewesen die Woche? Relativ viel. Wir konnten unsere neue Avotec-Wand aufbauen, schön auspreisen, einige Kunden schon glücklich machen können mit Schnittschutzhosen, gute Beratungen führen können und auch sehr, sehr gute Gespräche über weitere Investitionen in sichere Kleidung. Mike, was hast du eigentlich so getrieben die Woche? Die Woche waren wir in ein paar große Elche geklettert, für Totholz, ein paar Habitat-Stamm gemacht und irgendwas Neues von Avotec hat auch von mir angekommen diese Woche. Schöne Hose, die würde bald veröffentlichen. Auf der Baustelle gesehen, zu sehen, würde ich sagen. Und ja, eine spannende Woche. Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Wir werden demnächst nämlich noch ein bisschen mehr auf alle möglichen Materialien eingehen. Also so der Plan ist eigentlich auf so ziemlich alles, was so gängig ist, mal ein bisschen ein Auge zu werfen, damit ihr mal wisst, was ist eigentlich gerade aktuell so am Markt. Aber jetzt kommt erstmal eine große Überraschung. Wir haben einen kleinen Werbeblock eingebaut, weil es gibt ein neues Seil. Und zwar sprich ab morgen, da ist das Seil offiziell erhältlich. Und zwar ist es folgendes. Reicht so, wa? Das müsste eigentlich reichen, ja, für uns. So. Also meine Besicherung in der neuen Auf ist schwierig. Da machen wir den Pinnereck hier mal hin. Das sind die Zeit aus den Augen verloren. 1, 2, 3. Passt. Sehr schön. So, Mahlzeit. Wir sind wieder bei Albrecht Gartentechnik. Heute geht's um Folgendes. Das hier ist das Drehner Charity Line. Ist ein extra Seil, wo sich die Firma Teufelberger bereit erklärt hat, 10% an gemeinnützige Zwecke zu spenden von jedem verkauften Seil. Und das ist das Geile daran. Ist ein 11,8er. Wir werden demnächst noch ein paar Praxistests machen, also müssen wir mal schauen, wie es genau läuft. Auf jeden Fall ist es ab jetzt käuflich zu erwerben. Nutzt einfach die Möglichkeit, 5% in Europa für die Caritas und 5% gehen an Fallen Families in den Vereinigten Staaten für verunfallte Familien von Baumpflegekollegen in Amerika. Viel Spaß damit! Teufelberger kommt eine riesengroße neue Bestellung an. Ja. ESC ist bestellt, von Seilrolle über Karabiner und. Alles klar. Hast du den neue Benchding auch gekauft? Ja, Apex meinst du? Ja. Das ist Apex, die kommt. Guck mal da, der nächste. Du hast zu wenig bestellt. Mindestens zwei. Ja, er will eine und René will eine. Da hast du schon den Minimax. Also. So, warte. Genau, also jetzt bei Albrecht kommt in kürzester Zeit die neue Bestellung von Teufelberger an. Dann könnt ihr euch da frei austoben und von ISC kommt jetzt auch alles. Wie gesagt, vom Karabiner über die Rope Ranch, die Apex. Also bleibt gespannt. Ja, dann war ja der von Benny's Woodwork, der Benny, der war gerade noch da gewesen. Der hat seinen Gewinn abgeholt. Also super mega geiles Seil. Ja. Sean, vielen, vielen Dank dafür. Tattooed Arborist. Mega geile Aktion, dass das so funktioniert hat. Seil ist ja dann auch angekommen. Mega. Also ich würde sagen, wir sehen uns dann demnächst. Würde sagen, so in 14 Tagen vielleicht. Patrick wird auch demnächst wieder dabei sein. Der hat ja auch da so ein paar Ideen. Und ja, ich würde sagen, bis neulich. Bleib stabil. Tschüss. Bye, bye. Tschüss.